Moin, mein Name ist Alvo, ich bin bei benachbarten Feldern unterwegs, um genug Platz zu haben, um dieses Zelt aufzubauen. Und genau das soll es gehen, das Cloud-Up-3-Personen-Zelt von Nature Hike. Und wir werden uns angucken, ob dieses Zelt ein Schnäppchen ist oder eher eine Marketinglüge. Viel Spaß mit dem Video. Drei Sachen vorneweg. A, das Zelt ist mir zugeschickt worden, das heißt, ich habe selber dafür kein Geld ausgegeben. B, wir haben einfach im Moment kein besonders stürmisches Wetter oder regnerisches Wetter bei uns in der Nähe. Das heißt, ich muss das erstmal so aufbauen und muss später einen Regentest nachreichen. Und C, wenn dich das Zelt interessiert, beziehungsweise allgemein meine Ausrüstung interessiert, einfach unten in der Videobeschreibung gucken. Dort findest du eine riesige Liste mit Sommer-, Winter-, Trekking-Ausrüstung und alles, was das Herz begehrt. Falls du persönlich dieses Zelt schon mal getestet hast oder Ähnlichkeiten zu einem anderen Zelt siehst, Spoiler, es gibt welche, dann schreibst du doch einfach mal unten in die Kommentare, darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, das Cloud-Up 3-Personen-Zelt von Nature Hike. Ein Zelt für ungefähr 180 Euro bis 2,25 Kilo, wenn man das komplette Zelt mitnimmt, von einem Packmaß von ungefähr 50 x 20 cm, obwohl man da natürlich immer ein bisschen zusammenpressen kann. Also diese Wurst jetzt zum Beispiel ist größer, als sie eigentlich ist, weil man kann sie noch durchaus mit Straps am Rucksack, ja, ich sag mal, verschlanken. Gut ist schon mal, dass alles in diese Außentasche mit reinpasst. Das finde ich durchaus gut, weil ich muss sagen, bei anderen Zelten habe ich gemerkt, ist das immer so eine schwierige Sache, wo ich dann teilweise Sachen noch lieber außen am Rucksack befestige, anstatt es wieder in den Originalsack reinzupacken. Was haben wir dabei? Den Originalsack. Eine Unterlegschutzmatte für Geröll und ähnliches. Einmal das Stangensystem. Außenzelt und Innenzelt. Und Aluminiumheringe. Nein, doch. Oh. Bevor ich euch aber meine Meinung zu dem Zelt sage, gucken wir uns erstmal an, ob out of the box jeder Idiot dieses Zelt zusammenbauen kann. Wie ihr sehen könnt, hatte ich das Zelt ganz am Anfang noch in der Plastikverpackung. So wird es dann komplett geliefert. Ja, die Matte ist eigentlich außen dran. Man kann sie dann aber halt später natürlich in den Sack reintun. Die Gesamtaufbauzeit vom Zelt war, wenn ich in der Kamera nachgeguckt hatte, tatsächlich 20 Minuten. Das ist allerdings mit Falschbauten und Ausprobieren und Nachgucken und Auspacken etc. Ich schätze die Aufbauzeit, wenn man geübt ist, auf 3 bis 5 Minuten. Beim Stangensystem, beim Aufbau ist es wichtig darauf zu achten, dass die zwei Enden von den Stangensystemen haben einmal eine silberne und eine rote Farbe. Soweit ich mich erinnere, ist die rote Farbe vorne für den Eingang und die silberne für hinten. Das ist wichtig und ihr werdet natürlich auch merken, was ich meine, wenn ihr das Zelt mal in der Hand halten solltet. Denn ansonsten wird das Zelt unförmig. Das hat mich einige Zeit am Anfang vom Aufbau gekostet. Deshalb sage ich, 20 Minuten Aufbauzeit ist natürlich falsch. Ja, wenn man es dann weiß, dann geht es deutlich schneller. Die Stangen selber sind aus Aluminium, wirken sehr stabil und werden natürlich eingefügt ins Unterzelt bzw. ins Meshzelt mit Boden. Der Boden ist relativ dünn, fühlt sich aber gut an und dann wird es so aufgestellt. Danach wird das Überzelt eingeklippt an den Stangenpositionen vom Unterzelt und wird danach abgespannt. Das heißt, wir müssen an jeder einzelnen Position, um das Zelt wirklich gut aufzubauen und damit es nicht mehr flattert und ähnliche Sachen und damit das Belüftungssystem auch funktioniert, einige Heringe verbrauchen. Und ich finde auch, dass da relativ viel Aufbauarbeit dann später drin steckt. Die Stangen. Ich muss sagen, ich fand den Aufbau ein wenig fummelig. Wer hat das gesagt? Wer zum Teufel war das? Wer ist dieses miese Kommischwein, dieser Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Das Ober- und Unterzelt sind sehr gut verarbeitet, meiner Meinung nach. Da kann ich eigentlich nichts meckern. Ich habe keine überstehenden Nähte gefunden, kein unsauberes Abkleben oder sonstiges in der Richtung. Die Stangen wirken robust und tun ihre Arbeit. Ich finde den ganzen Skelettaufbau etwas friemelig. Die Heringe finde ich top. Vor allen Dingen gefällt mir natürlich immer Rot als Farbabstimmung sehr gut. Das wissen natürlich einige von den treuen Zuschauern. Und interessant ist auch die Farbe von den ganzen Bändern, die dran sind an den Heringen und natürlich auch am Zelt. Alles in allem muss ich sagen, dass ich den Aufbau vom Zelt etwas fummelig fand. Das Überzelt perfekt auf den Rahmen drauf zu kriegen, hat meiner Meinung nach bei mir zumindest auch nicht so ganz gut geklappt. Ich hätte aber auch nicht gewusst, was ich besser machen soll, weil ich habe zu allen Seiten dann eigentlich perfekt abgespannt. Deshalb kann ich nicht genau sagen, woran es gelegen hat, dass es nicht perfekt aufeinander gepasst hat. Vielleicht habt ihr da eine Ahnung oder vielleicht ist ja auch einfach am Zelt was falsch.
Da wir uns das Zelt nun außen angeguckt haben, nehme ich euch aber einfach mal mit in die kleine Innenansicht. So Freunde, wir gucken uns mal ganz kurz das Innenleben an. Ja, ich würde sagen, hier ist mehr als genug Platz drin. Also, hier ist ungefähr so viel Platz drin, dass man ohne Gepäck 3 Leute sehr gut nebeneinander liegen könnten. Ja, es gibt hier 2 Sachen, die hier mit auffallen. Zum einen seht ihr hier einmal, die können hier so rangehängt werden an das Außenzelt, sodass das hier noch ein bisschen mehr zur Seite ist. Ist auf der anderen Seite nicht gemacht. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussieht. Da seht ihr hier, da ist das hier ein bisschen wabbelig. Ja, klar, man kann dann hier den Rucksack noch hinlegen. Das heißt, man muss das nicht machen, aber es ist durchaus praktisch. Dann gibt es hier, wie immer, so kleine Taschen vorne, wo man was reinschieben kann. Ja, beim Schlafen solche Geschichten. Es fällt auf, wenn man von innen guckt, dass manche Dinge hier doppelt vernäht sind. Ja, man sieht das hier oben mit so einem extra Ding. Das ist beim Außenzelt auch nochmal so gemacht. Da haben wir nochmal einen kleinen Karabinerhaken. Und der Boden an sich fühlt sich ganz gut an, ist sehr dünn, aber wahrscheinlich gibt es, weil der so dünn ist, noch extra so eine Matte, die mitgeliefert ist. Ja, muss man mal gucken, wie durchhaltevermögend das ist. Weil ich persönlich garantiere praktisch, dass der Boden, wenn es ein bisschen an dicke Äste oder sogar Dornen oder sonst irgendwas geht, durchgestochen wird. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, behaupte ich einfach mal. Das kenne ich ungefähr von den einigen Zelten, die ich mittlerweile habe. Da kann man von ausgehen, dass wenn du da nichts drunter legst, der auf jeden Fall irgendwann durchstochen wird, aber auf normalen Wiesen und so weiter und so fort, ist das überhaupt kein Problem. Ja, wie ihr gesehen habt, die Innenansicht vom Zelt, es ist bequem, es ist eigentlich an alles gedacht, was man so gebrauchen könnte und es ist viel Platz, muss ich einfach mal sagen. Ja, nach links und rechts ist ordentlich Platz, das heißt, es ist auf jeden Fall ein Mehr-Personen-Zelt für mich alleine und den Hund auf Natur. Ist es, glaube ich, sogar fast ein bisschen zu viel, aber es ist alles qualitativ hochwertig verarbeitet und manchmal möchte man ja zum Beispiel auch zu dritt mit Hund oder mit 2 Kindern noch verreisen und ich denke, das wäre dann die richtige Größe dafür. Halten wir also die wichtigsten Punkte von dem Zelt nochmal fest. Es wiegt knapp 180 Euro. Es ist für 3 bis 3,5 Personen gedacht. Es wiegt knapp 2,2 Kilo. Es wiegt knapp 2,2 Kilo, obwohl man bei leichtem Untergrund auf den Boden, also auf nochmal gut mindestens 200 Gramm verzichten kann und natürlich auch noch den ein oder anderen Unterbeutel von dem ganzen System verzichten kann. Also insgesamt kann man bestimmt 400 Gramm einsparen. Das Zelt ist nicht ganz so leicht aufzubauen wie andere Vertreter seiner Art. Natürlich, wenn man es gelernt hat, geht es dann relativ schnell, würde ich behaupten. Aber ich kenne trotzdem Zelte, bei denen ich deutlich schneller bin. Das Zelt ist qualitativ hochwertig verarbeitet, hat mich etwas überrascht, muss ich sagen, aber ist einfach so. Und es ist alles dabei, was man gebrauchen könnte. Das heißt, ich muss an dieser Stelle sagen, dass alle Marketingversprechen, die so auf den Seiten abgegeben werden von NatureHike, durchaus wahr sind. Man kann also sagen, das ist ein qualitativ hochwertiges Zelt für 3 bis 4 Personen mit einem angenehmen, ja, ich sag mal, Preis-Leistungs-Verhältnis. Für jeden, der nach etwas in dieser Richtung sucht, das heißt zum Beispiel ein Zelt für, wie gesagt, 3 bis 4 Personen, 2 Personen plus Hund zum Beispiel, in einem relativ günstigen Bereich, um damit campen zu gehen oder mit dem Auto unterwegs zu sein, aber natürlich auch Trekking zu betreiben, denn dafür ist dieser Gewichtszustand deutlich geeignet, würde ich sagen, für den ist dieses Zelt etwas. Jetzt stellt sich natürlich auch irgendwie die Frage, ob es denn eine Lüge oder ein Schnäppchen ist. Ich finde keins so richtig von beidem, muss ich sagen, denn es ist zwar keine Lüge, aber es ist auch kein Schnäppchen. Für 180 Euro ist das nicht unbedingt ein günstiges Zelt, wobei ich natürlich sagen muss, dass die Vorbilder von Hilleberg, die deutlich rauszuerkennen sind in der Technik dieses Zeltes, schon noch teurer sind, aber da erhält man auch nochmal eine ganz andere Qualität plus ethnische Produktversprechen plus natürlich die ganzen Patente, die eigentlich da gemeldet sind und nicht bei der Firma NatureHike. Wenn man jetzt diese Sachen mal außen vor lässt, muss ich aber trotzdem für mich feststellen, dass ich dieses Zelt nicht benutzen werde, einfach weil ich Alternativen mittlerweile habe, die deutlich günstiger sind. Eine davon ist zum Beispiel ein 50-Euro-Zelt, teilweise auch für 40 Euro zu bekommen von Grand Canyon. Das ist ein 2,30 Meter langes Zelt, das ist ein bisschen anders aufgebaut. Ich hatte es schon mal bei einer anderen Tour dabei. Ich verlinke euch hier oben auf dem Ausrufezeichen einfach mal andere Videos mit anderen Zelten, die ich auch schon getestet habe, die ich dann vielleicht eher empfehlen würde, weil
insgesamt das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Grand Canyon-Zelt meiner Meinung nach besser ist, auch wenn es gleichzeitig nicht so breit ist. Das heißt, wenn man wirklich sagt, man möchte in der Breite wirklich mehr Platz, wenn man eine Kleinfamilie zum Beispiel ist, dann würde sich dieses Zelt meiner Meinung nach auf jeden Fall lohnen. Wenn man allerdings sagt, ich wandere höchst zu zweit mit nicht extremem Gepäck oder packe das Gepäck irgendwie ins Vorzelt unter einen Shelter oder ähnliches, dann würde ich eher zum Grand Canyon raten, das halt wirklich nur 50 Euro kostet, was nicht mal ein Drittel vom Gesamtpreis dieses Zeltes ist. Wer sich trotzdem als anspruchsvoller zum Beispiel Campingplatzbesucher sieht und möchte ein gutes Zelt für einen günstigen Preis, der kann sich das einfach mal holen, würde ich sagen, weil genau dafür sehe ich den Anwendungsbereich am meisten. Normalerweise braucht man so viel Platz, wie dieses Zelt hat, nicht auf Trekking, auch wenn es nicht sehr schwer ist, aber den zusätzlichen Platz und vor allen Dingen auch die Aufbauschwierigkeit im Notfall, weil es braucht dann schon 2-3 Minütchen, das Ding aufzubauen, mindestens, selbst wenn man schnell ist, würde ich nicht für Trekking empfehlen. Nach den ganzen Angaben und Einschätzungen, die ich euch jetzt gegeben habe, würde ich gerne mal von euch eure Einschätzung zu diesem Video und natürlich auch und vor allem zu diesem Zelt unten in den Kommentaren hören und lasst uns da gerne mal ein bisschen drüber diskutieren, was euch so wichtig ist bei Zelten. Das interessiert mich nämlich sehr. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen und du lässt mir ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos zu Zelten und günstiger Ausrüstung, Trekkingtouren allerhand. Wie gesagt, auch immer auf dem Ausrufezeichen hier oben findest du meine aktuellen Empfehlungen und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Lass mir unten auf dem Button doch ein Abo da, wenn du noch keins da gelassen hast. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video, hoffe ich zumindest. Und ich würde sagen, bis dahin, tschüss, tschüss.